reziproke Verben. Zum Beispiel: Ich sehe dich, du siehst mich, wir sehen uns. Ah, wir sehen uns. 就是相互的意思嘛, 所以相互就是reziprok. Zum Beispiel: Ich treffe dich, du triffst mich, wir treffen uns. Oder: Ich küsse dich, du küsst mich, wir küssen uns. Murdo Mayo. 比方说, wir küssen uns. 就是一个相互的一个动词嘛, 对不对? Ja? Murdo Mayo. Oder: Ich schlage dich, du schlägst mich, wir schlagen uns. Wir schlagen uns. So, 你看, 一定是我们需要两个人嘛, 对不对? Ich schlage dich und du schlägst mich, das ist 相互呢. So, 这个reziproke Verben, 我们很多课本啊, 他都没有讲到这个东西, 其实他们会讲,但是他们把它当作一个反身动词, 但是我们自己认为, 这个应该不算一个反身动词, 因为反身动词, 我们有, ich, du, er, sie, es, wir, sie, 单数复数都有, 但是reziproke Verben, 因为是相互嘛, 对不对? 所以我们一定需要 R und B, 我们需要两个人, 才可以说, wir küssen uns, oder wir schlagen uns, oder wir sehen uns, oder ihr seht euch, oder ihr küsst euch, oder ihr schlagt euch, oder tamen sich hier, genau, sie sehen sich, oder sie schlagen sich, oder sie küssen sich. So, er und sie, tamen, sie küssen sich, du und ich, wir sehen uns. Das ist reziproke Verben. So, ihr habt zu, reziproke Verben, wir, ihr und sie. Hallo. Reziproke Verben, ja, wie fang so, schlagen, busige, ich schlage ihn, oder ich schlage sie, oder sie schlägt mich, oder küssen, ich küsse sie, 那个不是一个反身动词, 除非 ich küsse mich, 那就这样子, 但是这个有点怪怪的, 所以呢, küssen 不是一个反身动词, küssen 就是一般动词而已, 所以不一定, 那个reziproke Verben 不一定是那个反身动词, 一般动词也可以, 就是这么简单的。